Ja, vielleicht solltest du lieber wieder puzzeln, stimmt. Schönen guten Tag, Herr Sühne. Wir sind hier ganz alleine, wir beiden. Ist das nicht ein bisschen komisch? Nee, oder? Das ist okay. Es klingelt gleich an der Tür. Und da muss ich nochmal mich hochwuchten und kurz aufmachen und dann wieder zu. Krieg heute eine Lieferung. Stimmt nicht. Ich stehe hinterm Pfeiler und kicke, was hier los ist. Welcher Pfeiler denn? Bist du der stille Beobachter? Sind wir nicht alleine, nee, Sühne. Zu spät. Der in der Mitte vom Raum. Ich hab keinen Pfeiler in der Mitte vom Raum. Ja, wie gesagt, bimmelt gleich an der Tür und dann kriege ich eine neue Matratze zum Schlafen. Und das neue Bett dazu kommt irgendwann in 2 Wochen oder so. Hast du 90 cm Dino-Pensi endlich bestellt? Den? Oh, was? Was will Enno bestellen? What? Was? Wird ja auch Zeit. Ihr seid ein paar Schweine, dass ihr euch nicht schämt. Schande. Oder so. Und dann noch Bümmel, Bümmel dazu, ne, mit der Glocke. Game of Thrones, falls ihr die Referenz jetzt nicht erkannt habt. Ja, ich bin heute zu Hause, nachdem ich die letzten beiden Tage im Büro war. Hab heute einfach früh Feierabend gemacht. Noch ein paar Überstunden runterreißen. Neues Bett weiß, das alte durchgebrochen. Nein, das alte ist nicht durchgebrochen. Auch wenn du wahrscheinlich dich freuen würdest, wenn ich jetzt sagen würde, ja, die Fettleibigkeit hat das alte Bett sterben lassen. Nee. Der Lattenrost ist halt ein bisschen, naja, der ist noch funktionabel, aber. Die Matratze ist halt jetzt und das Bett auch sind 13 Jahre. Muss man sich mal vorstellen, vor 13 Jahren, als ich hier eingezogen bin, in diesem wunderschönen Objekt, habe ich ein Bett gekauft bei IKEA und dazu ein Lattenrost und dazu eine Matratze. Und jetzt nach 13 Jahren denke ich mir so, wisst ihr was? Ich gönne mir mal eine Matratze. Ey, Dave's Gaming Heaven. Hello, hello, hello. How are you? 1K cheer? What the fuck? Did I miss something or forgot something? When were you here last time? May 23, so welcome back. Demonic Sniper! Yes, I remember that name. What's going on, brother? Been a while, I'm slacking, I know. It's fine to slack from time to time, you need to slack. Ich habe Urlaub bis 5.2. Wie, was ist denn mit Arbeiten mal, Enno? Was ist denn mal hier mal mit ein bisschen Arbeiten? Nee, hast jetzt echt bis 5.2. frei? Ist ja also 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 plus 6 sind 17 Tage. Da kann ich nur eins sagen. Oh, jetzt ist der Rülps nicht parat. Ach stimmt, du hattest ja was. Stimmt, du hast ja irgendwas gesagt wegen OP. Ja. Dann komm da gut durch. Alter, was denn? Da willst du mal Rülps rauspressen, dann kommt er nicht. Thanis hat das Bett mit dem Trampolin verwechselt. Montag nur OP. Aber dann bist du doch hoffentlich nicht im Urlaub, sondern krank gemeldet dann, oder? Das macht man doch nicht in seinem Urlaub. Not a whole lot, just living life day by day. You been doing okay? Yeah, I'm pretty good. Life is good. I have a nice job. I have a flat where I live for 13 years now. It will ring on the door in a few minutes because I get a new mattress for my bed. As far as I know, you should change it every 10 years, and so the one I'm sleeping on is still fine, it's not a problem, but yeah,
I'm old and I need more quality. Ja, der Enno war irgendwie kränklich und Urlaub und ich glaube, das geht alles ineinander über. Kannst du denn nach der OP dann nächsten Montag nach Hause oder behalten die dich dann da? Hab Februar auch eine OP, schön 4 Wochen krankgeschrieben, dann kann ich auch den Enno machen. Mensch, komm da auch gut durch. Na, die ist ein bisschen dicker, die Matratze, und das ist irgendwie, also hier... Ich meine, ich merke noch nicht die Federn im Rücken, aber die ist schon durchgelegen, würde ich sagen. Ne, durch meinen massiven Leib, der sich da jede Nacht drüber wälzt, ist das ja eigentlich auch nicht anders zu erwarten. Es ist eher erstaunlich, dass die Matratze 13 Jahre ausgehalten hat. Ja, und dann dachte ich mir so, neue Matratze, dann kannst du auch eigentlich ein neues Bett holen. Neues Bett, neuen Lattenrost und Matratze, wunderbar. Und dann liege ich auch ein paar Zentimeter höher. Das ist so ein Futonbett. Also da muss man sich schon sehr, wie soll ich sagen, sehr niedrig. Und das ist jetzt ein bisschen höher. Ist noch kein Boxspringbett. Die sind ja ein bisschen teurer. Da ist dann gesagt so, nee. Aber so ein Zwischending. Und dann habe ich hier so Schubfächer unten. Da kann ich dann noch Sachen reintun. Das ist voll toll. Nee, ist stationär. Krieg eine Leck mich am Arsch Zugang. Und dann ist abends auch schon wieder alles vorbei. Sehr gut. Gott, do what you gotta do, but I'm 35, I'm feel 70 half the time. What? Do you? No. I mean, I don't feel young anymore, but I wouldn't say I feel like 70. So it's good to have you back. And I hope life treats you well. Dennis B is feeling 80. What? No. I can move my body still and I can walk to work and back and jump on my trampoline and I'm fine. Yeah, I work in construction. Oh, yeah. Yeah, so it's a job which for you need your body a lot and you feel all the stuff you did in construction. Oh my god, so back problems or knee problems or whatever. What I do is sitting in an office, my belly is getting bigger and bigger. They had to cut a circle in my desk so I can reach my keyboard and mouse. No, I'm just joking, but yeah, it's a challenging job for you then, I see. Like a panda bear, dancing like a panda bear. I hope it's treating you great as well. Yeah. I was pretty lucky with the job that I started 6 years ago, nearly 6 years ago. And I hope I can keep this job and the stuff I do there for a long time. Die haben hier Tic-Tac-Toe gespielt und ihre Tage angestrichen im Knast, glaube ich, oder? Ah. Macht er was zu essen? Is it wise to break the locks? I mean, let's talk to her first. Sure, we get the occasional. Local security handles most problems here. I only get involved when it's something big. So everything is fine. And yeah. Still streaming. Sie werden bedient. Hermes, live tracking. Sie werden bedient. Zwischen 15 und 15:20 Uhr sind die da. Ich glaube, der LKW steht schon fast vorm Haus. Muss gleich mal gucken gehen. Es wird gleich bimmeln. Macht dann so, bimmel, bimmel. Hallo, Silings, grüß dich. Schönen guten Tag. Demonic Sniper, may I ask where you are from? Which country? Was it the US? Sorry for asking and for forgetting, but I'm old, you know. What's wrong?
Indeed, I'm get back in here to work. I promise to stop in at least once a week from now on and not going 6 to 1200. It's fine. It's really fine. Just 2 more weeks and I'll finally. If you have the time, feel free to stop by and say hello. But don't feel like you have to promise to come back more occasionally. No, South Carolina. So hello to the US. Schöne Gurke, Sühne. Richtig schöne Gurke. Kann man nicht anders sagen. Okay, then... Hey, you there? Yes, I'm here. Have a good rest of your work day, I would say, Dave. And thanks for saying hello again. For being here. Was ist denn hier mit dem Touch? Warum erkennt er meinen Finger nicht? Ist der schon zu schrumpelig oder was? Aufgrund ungeplanter Ereignisse, bla bla bla. Ich geh mal kicken, ne? Ich geh mal auf den Balkon kicken, ob die schon da unten stehen und winken. Ich will jetzt endlich meine neue Matratze. You are one of my favorite streamers, so I gotta attend more. Thanks for the kind words. You awake? I have to check something. We'll be back in a minute. Have you seen my son? Kids run all over the place. Sorry. I swear I told him to stay near the dorms. Don't worry. Everyone keeps half an eye on the run. What's wrong? We need to eat before the next shift. Where is he? So, Matratze rollt. Ist bimmelt. Bis gleich. Und dann können wir hier endlich weitermachen. Zeit schinden, ja, ein bisschen schon. Es tut mir leid. Hey, you there? Just 2 more weeks and I'll finally have enough. Where are you going? My cousin has a homestead on the Eastern Ridge. Good soil. I don't know how you did it. Discipline. Don't spend credits you don't have. Good for you. Did your cousin get the job? They're still waiting. The interview went real well. Fingers crossed. I heard there's 30 people they interviewed, though. People were killed to work here. But don't give up. You awake? So, erledigt. They're still waiting. The interview went real well. Fingers crossed. What's wrong? B dance party? What? People would kill to work here. What? But don't give up. Oh my god. Yeah, that's how I dance. Sitting on my chair. So, Matratze ist da.
steht im Flur. Packe ich dann heute Abend aus. Das sah ganz schön schwer aus, das Paket. Der musste die jetzt eben auch so ein bisschen reinwuchten. Was wiegt denn die? My cousin has a homestead on the eastern ridge. Die wiegt 37 Kilo. Discipline. Hey, you there? Das ist krass. Wieso wiegt eine Matratze so viel? Gut lüften, das gute Teil. Ja, die stinken immer ein bisschen am Anfang, ne? Dass die erstmal ausdünstet, ja. Dann stelle ich die vielleicht nochmal ins Wohnzimmer. Und wie gesagt, der Unterbau, neue Bett und so kommen dann später. Na, bei der ist irgendwie, weiß ich gar nicht, ob das, ich glaube, das ist so eine gemischte Matratze. Die hat beides drin. Luft und Federkern. 27 cm ist die hoch. Und da ist irgendwie eine Airgrid-Technologie, keine Ahnung. Gucken wir mal. Weiß ja nicht, ob da noch Federkern überhaupt drin ist. Wahrscheinlich nicht. Irgendwas anderes. You awake? Der wasserdichte Überzug ist bestellt und auch schon da. Also so ein Matratzenschoner, den ziehe ich dann natürlich drüber, falls man sich mal einpullert. Das kann ja mit zunehmendem Alter immer öfter passieren, ne? Vor Freude, vor Hunger, weil man irgendwas Schlimmes träumt oder so. Wie sind die Zuständigkeiten zwischen euch und den örtlichen Security aufgeteilt? Think of it as a small picture, big picture proposition. The small picture is local trouble, things that happen here in Hopetown. Handling that is local security's job. We Rangers protect the entire Freestar Collective. So we deal with problems that span multiple worlds. Smuggling rings, escaped convicts, pirates preying on shipping. Those are the kind of things we handle. Mm-hmm. That's why there are Rangers stationed in different settlements. It lets us cast a wide net. Hm. Herr Tanis, Enno möchte mich verführen. Bitte helfe sie. Wozu will er dich verführen? Hat er dir Süßigkeiten angeboten und gesagt, du sollst mal mitkommen? Oder wie? Also ich habe bisher nur ein, zwei Mal mitbekommen, dass er dir einen Job anbietet und dass du bei ihm auf der Couch schlafen sollst. Aber du musst dann dich nur leicht bekleiden und so. Er hat mir seine Zuckerstange angeboten. Was? Aber du magst doch keine Zuckerstangen. Du magst doch eher Windbeutel. Nee, wie kann man das sagen? Hotdogbrötchen. Gibt es Reibereien zwischen den Rangern und großen Konzernen wie Hopetech? Not usually. Local security handles most of their issues. Every once in a while, though, we need access to sensitive information as part of our work. Mm-hmm. Badge or not, some folks aren't fond of letting us poke around in their books and personnel files. Honestly, though, it's not that common. Most people are willing to work with us because they know it's in everyone's best interest. Melonen könnte man auch sagen. Schläuche sind das vielleicht nur im Alter. Ich weiß es nicht. Ich wollte Enno bezahlen, damit er sie verführt. Bye. Ihr Quatschköppe, ey. Hier wird niemand verführt. Ist alles freiwillig. Und wenn man das nicht will, dann ist dann auch, ist auch gut, ist auch mal gut irgendwann. Kriegt keiner mit, oder? Ach, sie guckt sogar in meine Richtung. tschüss. So, was haben wir denn hier? Reminder, nix. Oh, Schatz, was machst du denn hier die Tür auf? Ich war gerade am Klauen. Aha. Spind für gestohlene Dinge. Schrotflinten. Munition. Ein CD-Player? What the fuck? Wo sind wir denn? In welcher Zeit sind wir denn hier stehen geblieben? Ach Mensch, ihr habt schon,
Habt aber auch schon ordentlichen Ding an der Waffel, oder? So ein bisschen den Knall habt ihr schon. Alle Bede. Oha. 99 Schaden macht die. Eine Schrotflinte. Mit Ü. Los, wir gehen hier raus. Hallo. Hallo. Wir gucken uns mal noch ein bisschen um. Da muss ich wieder an meinen ersten Sony CD-Player denken. Ins WOM gefahren für eine CD. Ich kenne das WOM am Bahnhof Zoo. Da war World of Music, ne? Da waren dann CDs regaleweite. Am Alex gab es das auch, okay. Oder vielleicht nur am Alex, ich weiß es nicht. Krass. Krass auf jeden Fall. Früher hatte ich Kassetten und dann hatte ich CD-Player und dann gab es irgendwann welche mit so Stoßdämpfern, weil man, wenn man irgendwie gelaufen ist und irgendwo gegengekommen ist, dann hat die CD ausgesetzt und dann war das Lied gestört und dann gab es irgendwann verbesserte CD-Player. Herr Enno hätte fast ein neues Spiel gekauft. Ja, ich habe gestern das gelurkt, ich habe das gesehen. Das war ein Spiel, was ihm empfohlen wurde und auf irgendeiner Website stand es im Game Pass, aber war dann doch nicht im Game Pass, was aber wahrscheinlich daran lag, dass es mal im Game Pass war, aber jetzt nicht mehr ist, weil das jetzt nicht mehr drin ist, sondern rausgenommen wurde. Und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Enno wieder ein neues Spiel kauft und mit viel Glück kriegen wir es mit und wenn nicht, dann können wir trotzdem rumpümmeln und sagen, ey, schon wieder ein neues Spiel. Ey. Komm, wir fahren mal. Nee. Wir gehen jetzt mal hier hin. Wir gehen da mal hin jetzt. As the hero of the killer, you need your own comic. Die Rumbleverse Function. Hab WoW aktiv. Reicht. Spielst World of Warcraft wieder? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wieso denn ditte? Why? Was für ein Zehner. Ein Guthaben gehabt. Ah, okay. Guckst du einfach mal wieder rein oder ist ein DLC rausgekommen gerade, ein neues? Nee, ne? We're locking into orbit now. WoW braucht doch kein Mensch, ey. Hört auf, das zu spielen. Hört endlich auf damit. Löscht es. Und du auch, Silence. Du bist genauso angesprochen. Damit das klar ist. Ja, und jetzt tausche ich halt nach und nach auch ein paar Sachen aus. Der Couchtisch nach 13 Jahren sieht halt aus wie, naja, der ist hinten schon ein bisschen weggebrochen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Und der wird ausgetauscht. Da gibt es gerade bei Otto irgendwie rabattierte Möbel. Und dann habe ich für 70 Euro, glaube ich, einen neuen Couchtisch. Und der kommt auch irgendwann demnächst und dann baue ich den auseinander, den alten und den neuen zusammen. Das wird großartig. Da fühle ich mich dann wie so ein Handwerker. Eine Story wird demnächst nachgelegt und das nächste Add-on kommt Ende des Jahres. Oh, dass das, wie gesagt, immer noch Leute spielen, ich verstehe es nicht. Aber ja, wenn man sein Herz an WoW verloren hat, dann ist es wahrscheinlich so. Was willst du machen? Piep, 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 piep. Enno soll lieber Fortnite löschen, ist gestern wieder ausgerastet und jedem gemeldet. Ach Mensch, ja, es gibt halt so Sachen, die triggern einen. Enno wird halt getriggert von Leuten, die ihn wegballern und er, wo er der Meinung ist, das kann so nicht sein. Und alright, we're done. Cleared to land at New Atlantis. Kann ich nicht, wie gesagt, kann ich nicht bewerten. Möchte ich auch nicht bewerten.
Bei Shai habe ich gesehen, dass der jetzt auch mit so einem Zweit-Bot-Account sich irgendwelche Bot-Lobbys holt oder so Anfänger-Lobbys, um sie dann wegzumachen. Und dann denke ich mir immer so, die feiern sich, dass sie einen Gegner nach dem anderen wegnatzen, aber dass das alles NPCs sind, das ist, ist dann erstmal nicht wichtig. Und man denkt sich so, oh, ich weiß ich jetzt nicht. Da sagt man dann vielleicht lieber nichts zu und ja, passt schon. Heute bin ich ausgeschlafen. Ja, wie gesagt, wenn man selber noch mitkriegt, dass es vielleicht irgendwie ein bisschen drüber ist und dann man die Reißleine ziehen kann, ist das doch okay. I wonder if I should install a tracking device on you, so you don't get lost. Bei mir gibt es auch Situationen, wo ich gesalzt bin, aber die sind nicht so häufig. Und bei Fortnite, naja, das spiele ich halt aus Just for Fun und nicht aus einem kompetitiven Aspekt heraus. Von daher ist es, wie es ist. Captain, over here. Ja, ich ziehe mich noch schnell um. Was ziehe ich denn an, wenn ich jetzt vor den Kongress oder wer auch immer das ist, gehe? Neon-Tänzer-Outfit? Ich nehme mal die Ranger. Haben wir noch eine Ranger-Kopfbedeckung? Ja, super. So. Kommt der fette Arsch auch nicht so zur Geltung. The workup's in the cabinet's hands. They said they'll call for us once they've gotten to properly review it. But listen, I know I should have been more forthcoming about who I was earlier. So, in the interest of full disclosure, there's one more thing you ought to know before we head up there. My relationship with the UC, it's more complicated than it might seem at first glance. The UC's actually the only reason I'm here in the first place. I am a clone of a man named Francois Sanon, one-time fleet admiral of the UC during the Colony War, former head of the UC Navy. They called him Ve Victus. Woe to the defeated, in Old Earth Latin. A title he earned. The program I was a part of, it was the UC's attempt to create a new generation of military minds from one of their most respected tacticians. Secure the leadership of the UC military for generations to come. Sie ist ein Klon? Von einer männlichen Person und sie ist aber eine Frau. Eine wird zu alt für Fortnite. Ja, ich glaube, das muss man sich auch irgendwo eingestehen. Wir sind halt Mitte 40. Wir gehen auf die 50 zu. Wir haben halt nicht so diese ADHS-Reaktionszeit wie die 13-Jährigen, die das Spiel auch spielen. Und das ist doch völlig okay. Das ist super. Es ist, wie es ist und deswegen spiele ich zum Beispiel ohne Bauen und ach, wenn ich da einer umnatz, dann ist es halt so. Auf meinem Kissen von der Krone steht selten eine Zahl, die höher als 0 ist. You doing okay? Wissen nicht, ist ein anderer Ansporn. Aber Enno hat auch, glaube ich, da ist ja, wie soll ich sagen, Ennos meistgestreamtes Spiel, ist das nicht sogar Fortnite? Ich glaube ja. Und dass da eine andere Verbindung zu ist wie bei mir, ich habe das ja auch gestreamt, aber nicht so exzessiv. Und ich spiele das ja, wie soll ich sagen, immer dezent ein bisschen mit, aber ich mache meine Quests in dem Spiel und dann war es das. Also, dass ich mir jetzt die Köpfe einschlage oder hier noch irgendwelche Ranked-Matches mache. Bitte. Bitte. Die letzte Season war bombastisch. Gibt es noch andere aus deinem Programm? Andere Klone? I'm the last. A few of my siblings, they passed when we were young. Training accidents and the like. But most of the rest were deployed to the front lines during the Colony War. And they never came back. Not a day goes by where I don't think about what the world would look like with them still in it.
Du bist ein Klon von einem Mann. Wie geht das bitte? A non-trivial amount of gene editing. Clone, honestly, isn't even really the right term for our relationship. Thanks to the amount of donor material that was required to bring me into this world. He and I are different on more than a few levels. But there's no denying the fact we're inextricably linked. Dieser W. Victus muss ein beeindruckender Commander gewesen sein, wenn die UC ihn klonen wollen. He would have happily told you he was one of the greats. Ultimately, though, it didn't matter. The man I was cloned from, my father, was executed for acts he committed during the war. The man caused a lot of death on both sides. Freestar Collective and UC. Military and civilians. And the things he did, well, they're a part of the reason the UC and Freestar Collective aren't really on great terms to this day. So my involvement, it could be another obstacle they throw at us up there. I just wanted you to be forewarned. Ja, aktuell spiele ich ja, oder habe ich mal mit André die ein oder andere Runde Fortnite gespielt, aber nicht so regelmäßig, immer nur zufällig. Die Season geht ja noch bis März, glaube ich sogar. Deswegen habe ich es nicht ganz so eilig. Und die letzten beiden Sonntage habe ich mit Arnie und Buffe mal ein bisschen Lego Fortnite gespielt und da kriegst du ja auch irgendwie XP. Und Lego Fortnite macht mir eigentlich ganz gut Spaß. Da baust du dir ein paar Sachen zusammen, erkundest und das ist ein Spiel, was wir zu dritt ganz angenehm spielen können, ohne irgendwelchen Stress von außen und die Wölfe oder was es da für Monster gibt, die sind ja kein Problem. Ja. Nerves kicking in. Was hat dein Vater getan, um seine Hinrichtung zu rechtfertigen? He had his men open fire on civilian ships during the Battle of Cheyenne. What the fuck? A battle that he ultimately ended up losing anyway. Devastating the UC fleet and bringing the colony war to an ugly end for the UC. Zivile Schiffe beschossen? But he's also the one who ordered the bombing of the Londinian spaceport during their outbreak, condemning countless lives. Both sides agreed the settled systems would be better without him. Das ging ja auch. Das Game macht Spaß, es ist unterhaltsam, aber wie du schon sagst, wenn die Schwitzer da sind, wird's stressig. Naja, mir sind die eigentlich egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde diesen Ausdruck Schwitzer auch schwierig. Also klar haben die vielleicht nochmal einen anderen Antrieb, das Spiel zu spielen, aber die können, glaube ich, nur schwitzen, wenn du mitschwitzt. Also wenn dir das egal ist, wie die vor dir abgehen, ob die wie ein Zäpfchen abgehen oder nicht, dann würde man das, glaube ich, auch ganz anders empfinden. Aber man schwitzt ja selber mit. Das ist ja so, wie soll ich sagen, man sagt, die cheaten, die sind besser als ich, ohne vielleicht sich selbst zu fragen, ob man vielleicht nicht mehr ganz so gut ist. Aber wenn man gewinnt, ist alles gut. Aber wenn man verliert, nicht. Und das ist halt auch eine Art von Schwitzen, würde ich sagen. Hallo, Livius, grüß dich. Naja, ich würde nicht sagen, dickeres Fell. Danke, dass du sagst, dass ich dick bin, aber das ist okay. Es ist eher eine gewisse Ruhe und Gelassenheit, weil ich level ja trotzdem meinen Battle Pass hoch. Ob ich jetzt gewinne oder verliere, ist mir eigentlich Wumpe. Was mich mal vielleicht maximal nervt, ist, wenn es die 9-Wochen-Quests gibt und man die machen will und nicht dazu kommt, weil da die ganzen Leute hinfliegen. Aber ansonsten ist mir das so egal. Der Ausdruck Schwitzer und Salzer sind perfekt treffend. You doing okay? Da ist nichts Schwieriges dran. Kann man salzen und schwitzen? Ja, ne? Es sind diese, die in PvP reingrinden und anderen das Spiel vermiesen. Steht ja auch im Gamer-Handbuch drin. Ah! Grüß dich, Livius. Und ich dachte, meine Familie wäre kompliziert. My areas of expertise are pretty specific, but messed up families are up there. You know, while we've got a second, was there anything else we needed to discuss? I know you got dropped into the middle of this pretty fast.
Or if you've got any last-minute business to attend to, now might be a good time. No telling how long the cabinet's gonna keep us waiting out here. Deine Augen sind so rot. Kommt das vom Klonen? That's actually a souvenir from my time on Mars. The Red Devil's unit I was a part of, they were founded by recruits who'd worked some of Mars' deepest minds. Sind die wirklich rot? Folks used to adversity. The dust at those depths, it seeps into everything. The human eye included. Where the name Red Devils came from in the first place. It became an unwritten rite of passage that anyone wanting to enlist with the Devils had to do a stint in the mines before they could join up. The Devils were always talked about in such revered tones during my training, so as soon as I was old enough, I signed up. And the eyes were my parting gift. Wärst du bereit, mir mehr über deinen Vater zu erzählen? I mean, we never spent a lot of time together. He was too busy being Fleet Admiral to deal with kids. I was raised by a pair of guardians instead. Oh. Until his defeat during the Colony War, though, he was known as an extremely effective commander. Savvy. Perceptive. That mind opened a lot of doors for him. And for me, too. But Ve Victus, for all his ability, was heartless, ruthless to a fault. In the end, that's what cost him his life. Hast du eine Idee, was ich zum Kabinett sagen sollte? It's hard to know exactly what might sway them. I'd just be honest about what you saw. A colony wiped out, and a lot of lives lost. Something we don't want anyone else to have to experience. Was könnte schlimmstenfalls passieren, wenn wir die Daten bekommen? Eye strain from the amount of reading I've got on the horizon if we succeed. The Terramorph project never went anywhere. It couldn't. They're deadly creatures, but they aren't xenoweapons. The cabinet not opening the archives is probably a bigger risk than them handing over the files. That data itself isn't dangerous. Which probably wouldn't be a bad point for us to bring up, should the opportunity arise. Ich habe keine Fragen, nein. Then I guess it's just a matter of... The cabinet meeting is about to begin. All parties, please proceed to the cabinet chambers. Sounds like our cue. Auf geht's! Guten Tag. Captain, yes? You needed something? Nö. Take care now. Ich muss anscheinend nicht mit dir reden, um den Fahrstuhl zu benutzen. Na dann. Auf geht's. Ja, Livius, ich hoffe, dir geht's gut. Und auch dem Enno geht's einigermaßen gut. Und dem Silenx und dem Sühne. Ich habe heute 15 Uhr Feierabend gemacht, Stream angemacht. Werde jetzt bis 18 Uhr streamen. Heute, wer schiebt mich? Heute spielen wir Starfield. Morgen werde ich mal wieder ein bisschen Elite anmachen. Ach, das wird schön. Und am Wochenende dann wieder God of War und Baldur's Gate. Alles schicke, sehr schön. Essen und winken, das ist eine gute Kombi. 45 Punkte, sehr schön. Ja, Faultiere sind bestellt. Mal gucken, wann die kommen. Das wird super, glaube ich. Kabinettsaal, interstellare Angelegenheiten. Okay. Yes? What? Die ist da aber ein ganz schönes Stück Fleisch. Excuse me? Würde ich auch essen. Würde ich so reinbeißen. Hallo. Was ist das? Oh, ein Meetingraum. Besprecht ihr gerade was? Howdy. Howdy. Ja.
Oh. Die warten da schon auf uns. Ah, welcome. You must be the captain Hadrian mentioned in her report. You have our thanks for the risks you faced in securing this information. Werden wir heute fertig mit Starfield? Bestimmt. Ich bin guter Dinge. Ich habe mich zwar hier und da schon mal geirrt, was die Beendung von Spielen anging, aber ich glaube, wir sind zumindest auf gutem Weg. Mit Wertschätzung kann ich nicht den Treibstoff für mein Schiff bezahlen. Hadrian hat deutlich gemacht, dass dieses Problem dringend angegangen werden muss. Oh, I'm sure she did. Yes, well, precisely how urgent is what I hope we'll determine here today. So now, we have two petitioners here making a surprising request. Access to the UC Xenowarfare team's Terramorph data, currently housed in the Armistice archives. Yeah. A request which will require not just this body's agreement, but that of all three Armistice signatories. UC, Freestar Collective, and House Varun. Now, Captain, we've all read Hadrian's report on the subject, but we have yet to hear from you. Perhaps you could summarize for the Cabinet what it is you see as the goal of this endeavor. Wir wissen noch nicht, womit wir es zu tun haben. Wir brauchen die Daten aus dem Apokalypse zu verhindern. Ich bin nur hier, um von meiner Erfahrung zu berichten. Hadrian ist diejenige mit den Plänen. Was war gleich noch in diesem Archiv verwahrt? Wir wissen noch nicht, womit wir es zu tun haben. Für ein fundiertes Urteil brauchen wir mehr Daten. That is something to consider. Though we also have to take into account the nature of the data you require. Yeah. Madam President, I object to the very premise of this meeting. While no one would argue that what happened on Tau Ceti was anything less than a tragedy, Terramorph attacks are not some sudden new threat on the horizon. They've been happening for generations. To demand we hand over banned archival knowledge and possibly upset the balance of galactic diplomacy because of a single attack seems at best panic, and at worst, a power grab by the daughter of a bloodthirsty warmonger and her associates. I would remind the chief diplomat who he's speaking to. If it's my father you're looking to address, you're welcome to consult a medium. I would also ask how many deaths the cabinet requires to act. 50? 50,000? Because if tragedies like Tau Ceti are just prelude to more attacks, I have no doubt you'll get the body count you require. Let's keep this civil, shall we? And while there should be no doubt the preservation of life stands paramount among this body's duties, Chief Essene has a point. Will a single attack, however troubling, be sufficient to convince the other factions to grant us access to what they no doubt consider weapon data? I don't think it's enough. Perhaps you can help, Captain. As the one who actually collected the sample in question, did this Terramorph seem at all alarming to you? Danke für den Follow. Oh, thank you for the follow. My baby shot me down. Welcome. It's a little intimidating. I understand. Ich weiß nur, dass, was mir gesagt wurde, die Gewebeprobe entspricht denen aus Londinium. Er hat eine nichts ahnende Siedlung ausgelöscht. Das ist ziemlich alarmierend. Just taking her word for it as well, then. So it would seem. So then, Captain, given the discussion now and the information you've been privy to thus far, if you were in our position, would you grant the request made to open the archives? Wenn es die geringste Chance auf ein zweites Tau Ceti gibt, müssen wir der Bitte nachkommen. Ja, die Daten sind gefährlich, denn ich würde persönlich warten. Wir haben nicht genug Informationen mehr. Ich persönlich würde nicht zustimmen. Das Archiv ist nicht ohne Grund versiegelt. I'm inclined to agree. As am I.
Well, I am not. I've heard nothing here to convince me that we should do anything but wait. And I will not risk galactic peace on a question of if. Yes, a fair assessment, Chief Diplomat. So then, while the data you two have presented is compelling, I think we can safely say it's insufficient for the level of action you've requested. Perhaps once we... What was that? Incident. Chief Sarkin, what's happening? There's been an attack at the spaceport. Terramorphs. Ah! Terramorphs? More attacks. Just as predicted. Good God. There must be another explanation. The creatures evaded our scanner somehow. There will be plenty of time for conjecture later. Chief Sarkin. Order the evacuation of the spaceport and have your men contain the things, but do it discreetly. The last thing we need is a citywide panic. Moin, ich grüße Sie aus der Türkei. Ich habe ein kleines Frage. Haben Sie Windows 11 oder 10? Danke. Hallo, Grüße in die Türkei und hallo Dark Spider. Grüß dich. Ah, dafür steht das TR, ne? Windows 10. Ich verwende Windows 10. Gute Mittag. Grüße dich, Dark Spider. Geht dich nichts an, Mr. Baby? Tarnis Morphs? Er hat Windows XP. 95? Nein, 10. Ich wurde heute wieder gefragt, ob ich nicht auf Windows 11 wechseln will. Und dann habe ich gesagt, nein, lasst mich in Ruhe. Okay, ich frage morgen wieder. Irgendwie so. Kaichi321, vielen lieben Dank für dein Follow. Man. Admiral Logan, the local barracks can provide support. I'll make the order myself. Nearest anti-Xeno squad, though, is off-world. Going to take a while to bring them in. Well then, we'll have to make do with the tools we've got. You two, we can't risk those things getting out of the spaceport. I want you both on the next train there. We'll let them know you're coming and that you've dealt with these things before. Now go show them how it's done. We're on it, ma'am. Was? I'm right behind. Let's get down there. Danke. Ich habe Grafikprobleme, die sagen, du musst 11 haben. Das Help habe ich fragen. Ah, deswegen hast du gefragt. Ja, ich hatte mal Windows 11 drauf und dann hat mir das aber echt immer Probleme gemacht mit den Spielen. Das ist aber jetzt auch schon wieder gefühlt ein Jahr her oder so. Und ich lehne seitdem Windows 11 immer vehement ab. Keine Ahnung, ob dir das hilft, aber ich drücke dir die Daumen, dass du dann das mit der Grafik hinbekommst. Jetzt wechsel halt zu 11, du Fortschrittsverweigerer. In anderthalb Jahren gibt es keine Updates mehr für deine Ultra- Uralt Software, nicht Ultra. Ja, in anderthalb Jahren habe ich einen neuen Rechner, glaube ich. 2025 kaufe ich mir einen neuen PC. Hab Windows 11 seit Release und nie Probleme mit Spielen. Muss am Nutzer liegen. Das kann schon sein, dass es am Nutzer lag. Aber ich hatte echt Probleme. Ich konnte dann nicht mehr zusammen mit Jermaine Deep Rock Galactic spielen. Mir ist ständig das Spiel abgestürzt. Und das war nicht nur da, sondern auch bei Fortnite und anderen Spielen. Die sind immer gecrashed. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht. Who knows? Oh. Hallo. Wer weiß das schon? So. You! The EM rifle, grab it! What are you doing? Was für eine Waffe habe ich jetzt? Rüste dein... Ach, ich habe die einfach erschossen. Sorry.
Das wollte ich nicht. Ich glaube, ich hätte irgendwie die betäuben sollen. Ich habe die ja jetzt richtig abgeknallt. Tee, das stimmt nicht mehr. Ich trinke den hier gerade. Kusmiti Zarefna. Oder so. Ach du Scheiße, wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh nie, oder? Dumm. Dumm. You stupid. They're not. What's 9 plus 10? 21. You stupid. You! The EM rifle, grab it! Now! Stop! We're trying to help you! Now hit him with everything you... Rüste deine Begleiter mit EM-Waffen aus, damit sie nicht tödlich angreifen. This is so gladly. I'll treat every one of your items. Haben wir noch eine EM-Waffe für ihn? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Die wollte ich jetzt nicht haben. Die brauche ich ja selber. Ausrüstung. Sortieren. Nee. Dann müssen wir dem aber die Waffe abnehmen. Der hat jetzt keine in der Hand. Wobei, wir müssen die dann erstmal nehmen, damit er halt nichts ausrüstet, dass er nur boxt. Back to work, then. Und du? Not me. Focus on the attackers. Was ist denn hier los? Oh, hier geht's gar nicht lang. Die sind mit irgendwas infiziert, oder? Ich habe noch nie mit EM-Waffen gekämpft. 2 Tage zurück, oh mein Gott. Das ist der Nummer 1 Fan, ja. I want to kiss him, but he doesn't want to kiss me. I don't know why. Naja. Was ist denn jetzt die Aufgabe? Ich habe eine EM-Waffe, es wird Zeit, hier für Ordnung zu sorgen. Widerlich, was denn? Er ist noch im Schrank. Ach so, ich verstehe, was du meinst. Ja, ja.
thank you for what you did. We didn't want to hurt them. The way those people were acting, I've seen this before. Hmm. They were under the Terramorph's influence, weren't they? I don't know. Glaube ich. Oh. They were down at the port and they just started screaming. We tried to restrain them, get them on the train to get them out of harm's way, but some of the other officers down there, we couldn't restrain them fast enough. They just started firing on us. Oha. People we knew. They went berserk. Pheromonic projection. Some Terramorphs, they can induce this fog. It affects everyone differently, but some people just lose control, turn against everyone around them, even if they don't want to. They're like a puppet. You kill the morph, you break the hold. But this means we're gonna need to be real careful with our fire and keep that EM weapon at the ready. Wenn mich jemand angreift, schalte ich ihn aus. Soll das etwa heißen, dass Terramorphs Gedanken kontrollieren können? I'm not suggesting. It's documented behavior. The result of the projection, though, can vary wildly. Some folks just shrug it off. Others hallucinate. And some lose control altogether. Oha. They'll lash out at anyone around them. But still be aware while they're doing it. Those cases, you'll either need to knock them out with EM fire, or free them by killing the Terramorph. Let's do it. Nat's unlocked. Please, do what you can to help them. Auch kalt und Schnee bei dir im Osten? Ja. 0 Grad, weiße Dächer seit ein paar Tagen. I swear to God. Weiße Straßen. Okay, die Straßen sind nicht weiß, aber so die Grünanlagen und Gehwege. Ein bisschen glatt hier und da, aber schön. Ja. Muss jetzt 2 Tage ins Büro, da war es nicht so schön, aber an sich, ja. I heard something. God, no time to waste, Captain. Stash the EM and pull some firepower. Let's move. An evacuation order has been issued for the spaceport district. All citizens are required to proceed to the nearest shelter. Okay. It's not real. Terramorph! You mind backed up? Don't just stand there. Kill it! Nachladen. Ins Büro, vom Schlafzimmer zum Computerzimmer. Wir haben den ganzen Tag blauer Himmel. Blauer Himmel ist auch da, das ist sehr schön. Also es war zwar auch bewölkt, aber heute war so ein bisschen Sonne. Heute bin ich im Homeoffice, morgen auch und Dienstag und Mittwoch war ich im Büro. Da bin ich dann 15 Minuten in eine Richtung gelaufen, bevor ich da war. Officer? Und dann noch mal 50 zurück nach Feierabend. Experts? Take whatever we can get right now. We've got the remaining creatures locked down on the landing pad, but we're barely holding our perimeter. They said you've done this before, huh? Well, one fire team to spare and whatever supplies you need, but I can't risk them taking over any more of my men. Put those things down and do it fast. We'll hold them as best we can. Was ist jetzt eine Waffe eigentlich?
It really doesn't matter what... Gladly. I'll do my best to preserve Was hat denn Ah, der hat sich jetzt eine Waffe geholt. Und dann kann ich ihm auch seine Waffen zurückgeben. So. Was hat denn der für Munition? Ach, das auf der Razza lief. So, Drumbeat. Hier müssen wir gucken. Der hat 6 Fünfer und 7, 7, 7. Ein Lasergewehr. Der bewegt die Augenbrauen nicht so heftig. Das ist schon mal gut, oder? Er schaut auch cute aus, mit dem du gerade gesprochen hast. Hören Sie auf, immer die NPCs anzuflirten. Hören Sie auf damit. Wo steht denn nochmal die Munitionsart? Energie steht da. Wieso nehme ich denn die jetzt alle wieder zurück? So. Ausrüsten. 14, 14, 8. Nehmen wir die. Rüste die mal aus, bitte. So, bei Drumbeat steht Muni 11 und hier steht 3KV LSR. Hat der sowas? 3KV LSR. 55 hat. 50 Stück hat er davon. Na dann auf. Let me know if you want to talk some more. I don't know. Heard you might be looking for some backup. You say the word, we're out there on your six. You two have any experience with Terramorphs before? Only the brief they just gave on the way here. But we know how to handle pressure. Surviving a full-on mental assault isn't the same as keeping your cool in a firefight. Might make you more liability than asset. We're not UC security. You don't need to worry about us. Wir kümmern uns darum. Ihr zwei wartet hier. Your call. We're on the line. Ja. Kriegen das schon hin irgendwie. Noch Loot oder so? Sinnvoller Loot? Nö. Ne? Lurk und viel Spaß. Krasshüpfer, danke für dein Lurk und hallo und danke für das viel Spaß, wenn wir haben. Glaube ich zumindest. Danke für den Lurk und einen schönen Tag. Ist Vasco eigentlich außerhalb des Schiffs? Kann der uns vielleicht helfen? Vasco! Greetings, Captain. I will await your next order here. Ich schieße auf den Gegner. Und dann müsste der herkommen. Und Vasco kann bestimmt mitkämpfen. Da rennt Vasco los, sehr gut. Exceeds yours.
Seht ihr nicht? Vesco hin, der läuft jetzt zurück. Okay, okay. Gewürze hatte der dabei. Irgendwie ist auch ein Schiff explodiert, oder? Zu viel. I saw a smudge of course. Trag mein Shit. Nee, nicht, ich trag nicht dein, du trägst mein. Sehr gut. Penis, wo denn? Hat man einen gesehen? Ich hoffe nicht. Die haben irgendwie die Twitch-Regeln angepasst. Die haben irgendwie die Twitch-Regeln angepasst, dass man jetzt nicht mehr nude sein darf und man muss immer was anhaben. Und wenn man durchgucken kann, dann gilt das nicht als anhaben und so. Haben sie irgendwie heute, nee, gestern im Stream gesagt. Da gab es so einen Livestream von Twitch. Nachdem sie jetzt irgendwie ganz viele Leute auch intern entlassen haben, informieren sie jetzt relativ häufig. Und die TwitchCon 2024 in Europa wird in Rotterdam sein. Also wieder in den Niederlanden. Nicht Amsterdam, sondern Rotterdam. Oh. Oh, was ist denn hier? Sieht nicht so gesund aus. So, und dann... They weren't kidding about you two. Livius, weggucken. The universe put the right people in the right place. In den Niederlanden? Ick, ist ja schlimm. Nein, ist es gar nicht. Ist es gar nicht. Ich freue mich da drauf. Ich gehe zwar nicht hin, aber Niederlande ist, glaube ich, ganz schön. So, ich muss mal kurz eine Nachricht von meiner Mutti anhören. Die hat irgendwas bei WhatsApp geschickt. Und ich gehe nochmal bieseln. Ich bin also... gleich wieder da. Genießt die Aussicht auf den NPC. Bis gleich.
Captain. Did I say something? Something wrong? No. Should I call a medic? Should I call a medic? Did I say something? Captain. Ich muss kurz mit dem Bot schreiben. Ihr habt die Linie gehalten, ihr seid die Helden, nicht wir. Certainly doesn't feel like it. I don't want to think what would have happened if you two hadn't been here. Just glad we could rise to the occasion. Captain, we should report back to the President, let her know the Terramorphs have been dealt with. Take care of yourself, Sergeant. Take care of you, Sergeant. Take care. Ich muss heute noch hüppen. Ich war heute nicht draußen. Ich habe heute Mittag eine halbe Stunde auf dem Trampolin rumgehüpft. Aber da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Terramorphs greifen uns an. Attention.
zum Glück waren die nur Stufe 10. Ganze Bude vibriert, die armen Nachbarn. Ach, wenn ich hüppe. Wenn ich hüppe, ne? Als ob. Da vibriert doch nicht die ganze Bude. Sei doch nicht so. Doch, sie schweigt. Hallo, packen Sie das Messer weg. Hast du mein neuestes Schweinevideo schon gesehen, was ich dir geschickt habe? Ja, bestimmt, oder? Piep. Piep. Grüße zurück, Livius. Ja, ich habe mich wieder selbst gefilmt. Natürlich, was denn sonst? They said you're free to come and go. Okay. Na, nicht so Schweinkram-Videos, sondern ein Video mit Schweinen. Die, ich habe, glaube ich, Silence heute ein Video geschickt, wo ein Schwein im Bett sich hin und her wühlt. Ah, there you are. I believe we have some things we should discuss. Na dann. Captain, Hadrian, it would appear that the cabinet owes you our thanks for what you did for the city today, as well as an apology. Your concerns about the Terramorphs, we'll consider them validated. Lügen Thank Sie you, nicht. Das sehe ich auch so, danke. Of course. I only wish we could have acted sooner. Now. After today's events, the cabinet has decided to revisit its previous decision. We will be supporting your collection of the Terramorph data from the archives, as well as a subsequent investigation into the nature of these attacks. But to accomplish those goals, we're going to need the right people in the right places. As such, the cabinet has authorized me to reinstate you, Hadrian, effective immediately, to your former rank of Major. Oh. As soon as we've got the data in hand, we want you investigating these attacks and how to stop them. Will you do this? Yes. Yes, ma'am. I'd be honored. Excellent. But as you've both made clear, for such an investigation to succeed, first, we're going to need someone to convince the Free Star Collective and House Varun to play ball. Someone who knows precisely the sorts of dangers the colonies and all the galaxy are facing right now. Yeah. The cabinet wants you, Captain, to be that representative. Okay, ich mach's umsonst. Ich baue nebenbei Set 60430. Ist das ein Lego-Set? Tatsächlich. Ja, viel Spaß dabei. Ein Raumschiff. Oder? Major Bassi oder Major Tarnes? Major Tarnes, natürlich. Lego. Ja, viel Spaß dabei. Gähnen Sie uns hier schon wieder? Nein! Nein, 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 nein. Lego hat dieses Jahr... Something wrong, Captain. Einfach mal wieder eine Space Rire. Sehr schön. Space Rire. Mich, warum schickt ihr nicht einen Diplomaten, jemand, der für sowas ausgebildet wurde? The cabinet wants progress. And wants it quickly. You're already far more familiar with the situation than any diplomat would be. There's also no diplomat alive that can claim they helped keep a cadre of Terramorphs off the embassy doorsteps. The cabinet was unanimous. They want you. Okay.
Ich kann die United Colonies nicht repräsentieren. Ich bin nur ein einfaches Mitglied der Vanguard. We see your atypical background as a strength, not a hindrance. Okay. The people you'll be dealing with, they're rather atypical themselves. In exchange, we're willing to fast-track your citizenship upon collection of the data. So, will you help us? Wie die mich bestechen? Krass. Endlich. Ah, hast du also lange auf neue Space-Sachen gewartet? Von Lego? Ja, bestimmt, oder? Ich werde das Kabinett nicht enttäuschen, Ma'am. I'm glad to hear it. Now, we, of course, won't be sending you in without the proper support. Deputy McIntyre in the Office of Interstellar Affairs will be your guide on gaining access to the archives. You should be able to find her in her office across the hall. And on behalf of the whole of the United Colonies, you have our thanks. You're dismissed. 9600 Geld, Stufe 20. Ich bin ein Profi. Ich höre dich nicht, die Musik ist zu laut. Was hast du gesagt? Major, Profi. So, ich setze mich erstmal auf meinen mir zugewiesenen Stuhl. Hier. Schatz, setz dich auch. Wir sind jetzt der neue Rat der UC. Wir entscheiden, was gemacht wird. Hallo? Hallo? Scheiß Lauchstange, wo? Wieso setzt er sich nicht neben mich? Wieso hat er einen Abstand genommen? Der will nichts mit mir zu tun haben, glaube ich. Also beruflich ja, aber... Na gut. Weiter. Freunde wie diese. Präsidentin Abello hat mich angewiesen, mit Vizeministerin McIntyre vom Amt für interstellare Angelegenheiten zu sprechen. Sie wird mir wohl helfen, Zugang zum Archiv zu bekommen. Okay. McIntyre. Where are you? Hallo. Yes. Yes, sir. Consider it done. Yes, sir. Oh, Nova Galactic Handbuch senkt dauerhaft den für Grafsprung benötigten Treibstoff zusätzlich um 1%. 0,01%. Whatever. Ich nehme es einfach mit. Nothing is beyond your reach when we work together. Guten Tag. That must make you my Vanguard Captain. Welcome to Interstellar Affairs. I'm Deputy Chief Diplomat McIntyre. Chief Yassin's second in command. I heard you were instrumental in protecting the city from the attack. You have my gratitude. I was also told the president wants us to get you into the Armistice Archives ASAP. So, we've got no time to waste. You know what the archives are, correct? Schwieriges Thema, Silence. Ich habe das mitgehört, habe mich auch, glaube ich, in dem Moment nicht aktiv am Chat beteiligt, aber ich dachte mir so... Grenzwertig. Sehr grenzwertig. Auch die Aussage, die wollen ja beschissen werden, finde ich schwierig. Ja. Also, weiß ich nicht, ob ich mich dazu äußern kann, ohne jemanden zu sehr zu verletzen mit meinen Worten. Ja, hat er letztens im Stream gesagt, ist halt, wie soll ich sagen, ist schon gefährlich, eine Straftat im Internet einfach zuzugeben. Die verknacken den, ich sag dir das. Die holen den zu Hause ab. Rewe schickt die Polizei. Manchmal wandert das Brot einfach in die Tüte. Er weiß nicht, warum. Ja, ja, also schwierig. Also ich...
Ich weiß es nicht. Also ich nutze Selbstscan-Kassen immer nur am Potsdamer Platz. Hier bei meinem Rewe um die Ecke haben die gar keine Selbstscanner. Und da klaue ich nichts. Da wird alles gescannt und wenn irgendwas nicht funktioniert, hole ich halt die Servicekraft und die hilft mir dann dabei. Aber ich nutze diesen Ort nicht, um jetzt mir vielleicht ein Brötchen oder ein Bier oder sowas mit einzukassieren. Das, also, nee. Er klaut ganz einfach. Ja. Es enthält alle verbotenen Daten aus dem Koloniekrieg. Hm. Someone paid attention in current events. So, then you also know that it was originally managed by the three major galactic players. Access to the archives is only granted in cases of dire emergency and requires a one-time use code from each of the three armistice signatories. UC, Freestar Collective, and House Varun. Now, the UC is already on board, so that means we'll need to convince two people. The ambassadors of the Freestar Collective and House Varun to hand over their codes. Get them both and you'll have your data. But that's a lot easier said than done. Ja, eher lieber Junge. Ja, ja, doch. Rüpel, ich? Nein. Nein. Ja, muss ich leider weitergeben als Rewe-Mitarbeiter. Oh, ja, das musst du direkt weitergeben und den dann auf so eine Liste setzen. Sobald Enno den Laden betritt, richten sich alle Kameras nach ihm aus und verfolgen ihn. Ja, und für Selbstbedienungsterminal müsste ihn sperren. Man würde erwarten, dass sie nach dem Angriff auf den Raumhafen sofort ihre Hilfe anbieten. I couldn't agree more. However, both ambassadors have reasons they won't or can't work with us. Now, I'll provide guidance on how we believe you can acquire each code, but ultimately, it'll be up to you to get them both to cooperate. And I do mean cooperate. Threats and violence are off the table here. Though that doesn't mean we can't get creative. But it does mean we need to get you up to speed on who you're dealing with. Who do you want to start with? Ambassador Radcliffe of Freestar or Ambassador Balmore of House Varun? Ich weiß gar nicht, ob man wegen Lebensmitteldiebstahl eingebuchtet werden kann. Ich schätze mal, wenn du immer wieder klaust, können sie dich schon mal mitnehmen. Aber im Grunde kriegst du ja nur Ladenverbot oder Hausverbot und musst vielleicht noch eine Strafe oder sowas zahlen. Na, lebenslänglich weiß ich nicht, ob das überhaupt geht oder ob das zeitlich begrenzt ist. Da kennt sich eher der Johnny aus. Aber wie gesagt, Lebensmittel, also Mundraub gibt es ja, glaube ich, in der Form nicht mehr. Und aus Versehen was mitzunehmen und nicht zu bezahlen, ist noch was anderes, als das willentlich zu tun. Und sich zu denken, och, das kenne ich nicht. Schwierig. So schlimm wird es nicht, aber deutschlandweites Rewe-Einkaufsverbot, nichts Lieferservice mehr und Strafzahlung von 100 Euro. Okay. Genau, also das ist zeitlich begrenzt, ne, für ein Jahr. Aber lebenslänglich? 100 Euro ist nichts, ne. Mundraub gibt es seit 1975 nicht mehr. Echt? Das ist ja schon eine ganze Weile. Dann klaue ich auch mal öfters. Klau irgendwas für über 100 Euro, dann zahlt sich das auch noch aus. Nee, natürlich nicht. Erzähle mir von Botschafterin Radcliffe vom Freestar Collective. Ah, the good Ambassador Radcliffe. She's a veteran of the Colony War. And her only goal in life is to make ours miserable. Mm-hmm. Now, officially, our office is suggesting you try and negotiate with her. Use your experiences as a member of the military and with the threat we're facing to convince her to lend her support. Who knows? Maybe that'll work. Stranger things have happened. But my suspicion is we're going to have to rely on other tools to get her code. Other tools? Was meint sie denn? Sie klauen eh Rosenkohl. Nein, ich klaue keinen Rosenkohl. Ich habe meinen letzten Rosenkohl, die letzten 750 Gramm, die ich bei Rewe gekauft habe, für 1,49 mitgenommen. Und wie gesagt,
also wo ich jung war, wo ich noch ein Kind war oder so, hat man bestimmt mal was mitgehen lassen, aber jetzt, ich bitte dich, warum? Nee. Nee, das ist eigentlich nicht zu rechtfertigen. Und die Sache ist, wenn ich aus einer Not heraus vielleicht irgendwas entwende, weil ich es mir nicht leisten kann, und ich rede jetzt nicht von einem iPhone, sondern wirklich von Lebensmitteln, ist das vielleicht nochmal was anderes, als wenn ich eigentlich das Geld habe und dann sage, ach hier, das piepe ich mal nicht durch. Ja, weiß ich nicht. Ist ja eigentlich in den Selbstbedienungssystemen so, wie soll ich sagen, relativ sicher, dass du Sachen immer auf die Waage legen musst. Das heißt, das, was du wirklich entwenden willst, müsstest du ja dann aus dem Korb direkt in den Rucksack stecken, damit das gar nicht auf der linken Fläche auffliegt. Ich denke schon, dass das Kamera überwacht ist, aber wer weiß, vielleicht ist der Enno die Sachen ja auch auf und wirkt die zu Hause nochmal hoch. Nein, ich habe kein Kind mitgehen lassen. Nein. Ist sie denn wirklich so stur? New Atlantis wurde gerade erst angegriffen. Never underestimate the universe's ability to surprise. That's why we have Plan B. UC Intelligence has a recording device planted in the ambassador's living quarters. Aha. Which we suspect you can use to your advantage. But getting caught trespassing is a quick way to land yourself in an embassy holding cell. So, if you are going to try and access the device, you're going to need to find a way in there without being seen. Report suggests there's a disgruntled staff member you might be able to pump for intel. Maybe even convinced to work with you. Die stiftet mich zu kriminellen Dingen an. Ach was, klaut der Tarnes Kinder aus fremden Einkaufswagen? Ja, nee, ich sortiere die nur um. Ich habe einmal vor bestimmt 10 Jahren auf so einem Kinder- und Jugendfest in Meckerdamm, Jungfernheide, geholfen. Und da war ein Kind auf einer Schaukel und dann kommt eine Mutter, greift das Kind, hebt es hoch und sagt, ach, du bist ja gar nicht mein Kind, und setzt es wieder auf die Schaukel und geht weiter. Und ich stehe da so und denke mir so, ja, kann man mal bringen. Gibt genügend Kameras, aber nicht jeder Laden hat das Personal oder die Kosten für einen Detektiv. Na, es muss ja jemanden geben, der da sitzt und das beobachtet. Wir kennen das ja aus der wunderschönen Serie Die Discounter. Da muss ja einer sitzen und drauf gucken. Wird bestimmt auch aufgezeichnet, aber du musst die Leute ja, glaube ich, in den Flagranti musst du die ja kriegen. Ein Cousin könnte sich mehrfach klonen, um all diese Aufträge erfüllen zu können. gibt es sonst noch was, was ich innerhalb der Botschaft nicht tun sollte? Yes, many. Don't steal anything. Don't get caught anywhere you're not supposed to. Absolutely do not harm anyone. If something goes wrong, we'll do our best to smooth things over, but I can't make any promises. Was kannst du mir über diesen Mitarbeiter erzählen? Name's Cameron Long. He's younger than Ratcliffe, bears less of a grudge towards the UC. He works closely with the ambassador, making him a promising source for information on the ins and outs of embassy life, and someone who very likely hates her guts. Okay, ich habe genügend Informationen zur Botschafterin Ratcliffe. All right. Here, your diplomatic ID. I'll give them a heads up, you're on your way. Not likely to let you through the door otherwise. Okay. Erzähl mir von Botschafter Balmor vom Haus Varun. Ambassador Balmor's a challenge. Mm-hmm. When the rest of House Varun retreated into seclusion shortly after the signing of the armistice, Balmor stayed here. He's since lent his support to a small number of archival requests, so there's real hope he might again. Though claiming to know how a member of House Varun thinks is a quick way to earn yourself a psych eval. Warum? Was stimmt nicht mit dem Haus Varun? Well, these days, they're primarily considered a security threat.
House Varun Zealots, a fundamentalist outshoot of the group that stayed behind when the rest retreated into seclusion, want nothing more than to send everyone not dedicated to their cause to the Great Serpent in the Sky. But that hasn't always been the case. After they ended the Serpent's Crusade about 70 years back, House Varun did take a real run at trying to normalize relations with the rest of the galaxy. It's why they have an embassy here in the first place, why they were included in the armistice negotiations. But then, without warning, they left, leaving behind, to our knowledge, just the ambassador and his duty under the armistice. Das kannst du laut sagen. Wenn du mich fragst, ist Varun das reinste Irrenhaus. Bestimmt lässt er mit sich reden. Die Menschen sind auch nur Menschen. Of course. But there is another wrinkle. We're not 100% sure Balmor is actually still alive. Mm-hmm. His public appearances were always rare. But it's been several years now since he last poked his head out. Scans of the facility show life signs, but not the kind we were expecting. Your task is to find him and kindly but firmly remind him of his duties under the armistice. Hoffentlich finde ich dort mehr als nur eine Leiche. Welche Art von Lebenszeichen wurden in der Botschaft erfasst? The Varun delegation brought more than a few of their native flora with them when they set up in the embassy. It seems those plants have been allowed to flourish, making it hard for us to verify what's flora and what's ambassador. Moment, hat da niemand in der Botschaft nachgesehen? Hat denn niemand in der Botschaft nachgesehen? The embassy is still legally House Varun's sovereign territory, so we're not technically permitted inside. Okay. We've snuck in the occasional spy, of course, but the ambassador has proven more evasive than you'd expect for a man of his age. But we're quite sure he hasn't left the city. The man stands out. Was mache ich, wenn tot ist? Then you search the embassy for his biometric key, collect your code piece, and we'll go about notifying his next of kin, if we can ever find them. But let's hope it doesn't come to that. Ich werde ihn aufspüren. I have no doubt. Now, the embassy front door isn't an option, but our spies have stated there's a side entrance that should allow you access. Here, this device should get you all the way down to the embassy interior. Once you're inside, though, finding the ambassador is going to be up to you. And fair warning, we received a report that alarms might have been tripped inside the embassy during the attacks. Watch out for automated security in there. Now, if you have additional questions or require clearance for a new approach we haven't already discussed, don't hesitate to ask. I'd suggest you start with Ambassador Radcliffe. Approach her while the attack is still fresh in her and her staff's mind. Be smart out there, Captain. So, ich muss mir jetzt mal hier einen Speicherstand erstellen. Hier. Ja, ja, so. Okay. Hello. Hello. Ah, die sind hier alle in dem Gebäude oder was? Ja, sind ja alles Botschafter. Radcliffe, Daniel? Was macht Harry hier? Ich glaube, das ist kein Daniel. Sondern wenn dann eine Daniela. By the way, Captain, Sergeant Yumi was looking for you. Sounds like he's got more work. Captain, can I help you? Enjoy your time in New Atlantis. Sergeant Yumi is looking for me. Armistice Archives. What? And often you see navies to be at the Battle of
by the Freestyle Collective fragmentarily, both sides decided the time had come to bring the colony war to an end. So the two parties came together to negotiate the terms. Freestyle Collective Embassy. -1 Grad. Stark bewölkt. Geht aber, ich sehe blauen Himmel. Also, ist nicht mehr so blau. Es wird ja schon wieder dunkel. Guten Tag. You are a visitor? You'll find the ambassador in her office. Go on through. Cool. Mit Innenanlage. Wasseranlage. Wasser. Großorts. Schön. Es ist bei den SB-Kassen etwas umstritten, ob es sich da um Betrug oder Diebstahl handelt. So oder so sind die Strafen dafür ähnlich. Bei so geringfügigen Beträgen werden die Taten aber nur auf Antrag erfolgt. Und an der SB-Kasse wird es in der Regel niemand mitkriegen. Interessantes Thema auf jeden Fall. Danke für die Rückmeldung, das Schreiben, Johnny. Very nice of you. Visitors are only allowed in the lobby, offices, or conference room. That means you. It's good to be back at the embassy. Most times, entry to New Atlantis is seamless. But on occasion, you have officers who want to settle old grievances. Unser Chat-Syndikus ist on charge. Strafen erstrecken sich von Geldstrafen bis zu 5 Jahre Freiheitsstrafen. Aber Freiheitsstrafe, dass sie dich wegsperren, machen sie doch eigentlich nur, wenn du so eine Art, also wenn du Wiederholungstäter bist, ne? Wenn du nicht aufhören kannst damit. Beim ersten Mal wirst du ja wahrscheinlich nicht direkt verknastet. Hoffe ich zumindest nicht. Ich esse den Toast. Niemand wird es je erfahren, er ist verdaut. So. Guten Tag. Was für ein tolles Strafsystem und wehe, du hinterziehst Steuern, aber dann gehst du 100 Jahre Steine klopfen. Geh nicht Steine klopfen, bin viel zu schwach. Wer bist denn du? That woman is an absolute... Oh, sorry. Oh, what? You're the Vanguard captain, right?
You know, I was about to board the Nat to the spaceport when the alarm triggered. Sounds like I got real lucky. And like I've got you to thank for things not being a lot uglier. Wie findest du den, Livius? Im deutschen Recht gilt härtere Strafe für Gelddelikte als für Kindesmissbrauch oder Vergehen an Frauen. Das ist in der Regel ein Volksglaube. Würde ich jetzt auch nicht so einfach akzeptieren, die Aussage, aber ja. Der verzieht wieder seine Augenbrauen, aber ich schätze diese Stadt sehr und ihre Einwohner, anders als manche andere hier. Heard that, huh? Yeah, the ambassador likes to treat us like family. And she doesn't care for most of them either. But look, they said you were coming here on official business. The ambassador likes to handle all that personally, even if she does have trained diplomats here to help her. And I don't want to get shipped back to Aquila City, so you should probably go speak to her. Ja, müssen wir vielleicht jetzt nicht weiter ausdiskutieren, das Thema. Der Livius hat da seine Ansicht und der Leon eine andere. Und wie gesagt, das Einstiegsthema war ja, wenn man sich Sachen mobst und es eigentlich nicht müsste. Nicht so schön. Das ist deine Erfahrung dann, okay. Nehme ich mal so hin. Finde jetzt den Vergleich ein bisschen heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier von Kindesmissbrauch und Steuerhinterziehung zu reden, finde ich jetzt nicht so angenehm, das in meinem Chat zu haben, aber ja. Wie gesagt, es wäre mir ganz recht, wenn wir das Thema vielleicht beenden könnten. Das klingt, als könntest du viel mehr tun für mich arbeiten. Zum Beispiel, ich werde mit dir sprechen, danke. Thank you, Captain. Das ist ein Stück Holz, ne? Also, wo geht denn der hin? Der geht nach oben. Können wir da nochmal mit ihm sprechen? Ich guck nur rein, ich nehme nichts raus, ne? Manchmal trinke ich und esse ich Sachen einfach auf. Ich kann nicht anders. Oh, guten Tag. Da liegt Geld. Lag Geld, meine ich. Oh, ist schon wieder was zum Essen und Trinken. Nee, möchte ich nicht. Hier ist ein Safe. Aber wir wollen ja nicht zu... Na, zu sehr auffallen. Hier müssen wir eine Tür zumachen. Ah, der Computer ist nicht hackbar oder anguckbar. Das ist natürlich schade. Schreibtischpapierablage. Könnte ich einfach nehmen. Wäre kein Diebstahl. Die Tasse daneben aber schon. Aber solche Diskussionen habe ich häufiger an Unis, wenn Praxis auf Lehre trifft. Das kann sein, wie gesagt, aber ich finde, das Thema an sich ist kein schönes. Und aus der eigenen Erfahrung heraus jetzt zu verallgemeinern, finde ich nicht so günstig. Wie gesagt, ist jetzt nicht unbedingt ein Thema, wo ich hier weiter drüber sprechen möchte. Ich möchte... This building is Freestar Sovereign Territory. So in here,
we're the law. Spielen, ich möchte Spaß haben und nicht über so anstrengenden Kram. Da wäre ich sehr dankbar. So. Krasses Bild da hinten. Space Ranger. Employees only. Mal gucken, wo der hingeht. Biegt der ab? Ne. You're allowed three places: conference room, lobby, or the ambassador's office. You set foot anywhere else, there's gonna be problems. Du vergisst, dass es ein Stream ist. Hier wird nur über Tanis P gelästert. Nein, nicht gelästert, aber wie gesagt, es ist bestimmte Themen braucht es einfach nicht. Finde ich. Oder möchte ich halt bei mir nicht haben. So, ich stehe mal wieder auf. Gucken, ob ich jetzt da in den Raum einfach reingehen kann. Da hinten könnte man noch ins... Hallo! Bin hier gar nicht gerade rausgekommen. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ich war hier nicht in dem verbotenen Bereich. Nö, nö. Wo geht denn der hin? Oh, der geht jetzt hier rein. What are you doing in here? Reagiert der auf mein... You're in a restricted zone. Geht der auf meinen Freund ein gerade? This area's off limits. Free Star Security, stop running. You. Ey, ich hab gar nichts gemacht. You're coming with me. Ich hab gar nichts gemacht. Nur weil der Superfan da drin war. I'm going to tell. I'm going. Ja, genau. Kopfgeld gekriegt ist ja Wunde. Guten Tag. You are a visitor? You'll find the ambassador in her office. Go on through. Also nochmal, habe ich nicht da oben gespeichert hinter ihm? Warte mal. Gucken wir mal nochmal. Visitors are only allowed in the lobby, offices, or conference room. That means terramorphs. As in more than one? All that security, and they still can't protect their own spaceport. The UC never fails to disappoint. I'm just wishing I hadn't received the news from an SSNN broadcast. We have a strategic advantage. Kommt der schon wieder? Ich wollte das gerade aufmachen. Guten Tag. Sounds like it was a real mess down at the space. Ja, geh einfach weg. Ich will hier verbotene Sachen machen. Hören Sie auf, Sie dreckiger Dieb. Bin kein Dieb.
War vielleicht ein bisschen laut. Irgendwas umgerissen. Hoffentlich kommt jetzt keiner rein und guckt nach, was ich mache. Danke für den verschenkten Sub an die Spinne. Dunkle Spinne. Hallo Nikolas, grüß dich. Na, schönen guten Tag. Wie geht es dir? Das ist der Meetingraum. Oh. Guten Tag. Soweit, ja, ich kann mich nicht beklagen. Alle chic. Kann zocken. Gesagt von wegen irgendein Device, die die abhört oder so. Ja, wie gesagt, also geht gut soweit. Arbeit war heute in Ordnung. Wochenende ist in greifbarer, oh, ist zur falschen Seite, Nähe. Und ja,
Jahr hat ganz gut begonnen, würde ich sagen. Guten Tag. Sorry. Everyone's a little on edge after the attack. That woman is an absolute... Morgen Elite, ja. You're the Vanguard captain, right? Großartig, you oder? Know, I was about to board the Nat to the spaceport when the alarm triggered. Sounds like I got real lucky. And like I've got you to thank for things not being a lot uglier. Ich spiele gerade ein bisschen Final Fantasy 16. Ganz viel Spaß dabei. Nicholas. Ich habe, glaube ich, mal Final Fantasy 7 gespielt vor 20 Jahren oder so. Aber das ist schon Ewigkeiten her. Roulette hat leider nicht geklappt, aber 22 Punkte für zweimal schlafen und einmal essen. Mama. Heard that, huh? Yeah, the ambassador likes to treat us like family, yeah. And she doesn't care for most of them either. But look, they said you were coming here on official business. Yeah. The ambassador likes to handle all that personally, even if she does have trained diplomats here to help her. Official and business. And I don't want to get shipped back to Aquila City, so you should probably go speak to her. Wir wissen, wozu du fähig bist, deswegen... Deshalb haben die UC mich zu dir geschickt. Das wäre nicht gut. Lügen ist nicht gut. So. Du klingst, als könntest du mehr viel... du mehr tun, viel mehr. You want to work with me? I... Why don't we talk somewhere a bit more private? Na klar. Official business? Talk to the ambassador. It must be great to be able to see whatever you want. I bet your whole house is full of mirrors. So you want me to work with you? But why now? Why me? Wir wollten weitere Terramorph-Angriffe verhindern und die Botschafterin wird uns nicht helfen. No, I think that's a pretty safe assumption. And no other city should have to go through what happened here. So then, what would you need from me? Kannst du mir den Zugang zur Archivot-Maschine verschaffen? Ich muss in ihr Quartier gelangen, ohne gesehen zu werden. Her quarters. Huh. That's doable. And you and the UC will be providing me with what for my services? Das Amt stellt dich als Agent ein. Ich habe hier 1000 Credits, die deinen Namen tragen. Oh, wait. I thought you were looking to hire me. I'm not taking a bribe. Dann muss ich es wohl erhöhen, 8000. Oh, that much, huh? Okay, no, okay, yeah. Okay, so,
There's a utility corridor that leads to the ambassador's quarters, which you can access through the main conference room. Here, the key. Whatever you do, don't let the guard see you entering or exiting the utility section, or you're gonna be in serious hot water. I'll keep an ear out for more instructions from the UC. Ist schon Donnerstag? Ja, ist Donnerstag, aber ich wollte eigentlich erst Freitag streamen. Ich bin zu früh sozusagen, aber ist okay. Morgen stream ich auch. Wie geht's dir, Geolitude, soweit? Das ist einfach nur eine Erkältung, das wird schon nichts passieren. Yes, your grace. Ach ja, stimmt ja. Hallo Küstenkind, ich grüße dich. Schönen guten Tag. Let's hope we don't run into any more delays on this visit. Salut. Stimmt ja nicht. Du hast bei Qstream gemeint am Donnerstag. Echt? Eigentlich habe ich Donnerstag erst gestern entschieden, dass ich heute streame. Im Plan stand Freitag drin. Und ja. Dabei wollte ich es dann auch erstmal sozusagen belassen. Und dann dachte ich mir so gestern auch, eigentlich könntest du morgen, also am Donnerstag, eigentlich auch streamen. Patching in playback. Son of a bitch. Son of a bitch. Cameron! Are you alright, Ambassador? It seems the Council of Governors has rejected. Passt alles und selbst. Auch alles gut. Which means you and I are stuck in this colonial rat cage until we die. But I think we might need to. We should expedite the process. What are you getting at, ma'am? I mean, my requests keep being rejected because they don't want to add a seat, right? But what if? What if one opened up? The Maestas' heart in what it used to be. It's not like anyone. What the fuck? Was ist sie denn für eine? Just think about it. Und bei euch alles gut soweit, Küstenkind? Reach out to some experts at that sort of thing, huh? Good night, Eva. Wann kann ich die neue Matratze testen kommen? Gar nicht. Das ist meine Matratze und nicht deine. Schwein, du. Ich muss sie nachher erstmal auspacken und entdünsten lassen. Musste gestern Little NM2, ach, Little Nightmares 2 weiterspielen, habe gekotzt. War es zu nervig? Oder gruselig? Also hast du im übertragenen Sinne gekotzt oder echt gekotzt? The UC's recruited the right guy. I'm sorry. Do you have an appointment? Ich bin im Auftrag der United Colonies hier. Wir brauchen die Hilfe des Freestar Collective. Ah, you're the one McIntyre called about. The eyewitness. She said you were at the spaceport. You have my thanks for what you did down there, truly. Saved many lives. Now, she also mentioned that, and maybe it was just a bad connection, that now the UC wants Terramorph data from the Armistice Archives, some of the most highly guarded information in the galaxy, in order to protect us all. I can only presume you're here to tell me I misheard her and that they didn't send you, local hero, to futilely beg on their behalf. Tell me I've got that right.
Bin ungelogen 10 bis 15 Mal an derselben Stelle gestorben. Ach so, in der Form gekotzt, dass du an der Stelle nicht weitergekommen bist. Okay, okay. Wer hängt auch im Krankenhausbetten in die Luft? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne das ganze Spiel nicht. Also, ich habe immer nur Teile beim Buff gesehen und das ja auch schon, glaube ich, schon wieder 2 Jahre her. Nein, du hast richtig gehört. Wir brauchen Zugriff auf das Archiv. I was afraid of that. Let me be frank, Captain. The answer is no. That information is there because it is dangerous. I will not be the one responsible for its release. Now, why don't you quit wasting my time and yours and go? So, Interstellar Raumschiff ist fertig, sehr stabil, guter Wush-Faktor. Soll ich mal starten? Ja, starte mal. Auf geht's. Einfach nur krank. Vielleicht muss ich irgendwann mal Little Nightmares 2 auch spielen. Ich habe ja nur den ersten Teil on stream gespielt und fand den echt gut. Aber den zweiten Teil habe ich mir nie selber angeguckt. Ich habe den zwar, aber ich habe den nie gespielt irgendwie. Könnte man da mal streamen. Vielleicht vorher nochmal den ersten. Und dann den zweiten. Ich weiß, du planst, ein Mitglied des Rats der Gouverneure zu ersetzen. Na, ich mach mal überzeugen. You're really gonna push this? All right, I will give you one chance. One to convince me. Understood. Ich versuche sie erstmal zu überzeugen und wenn das nicht klappt, dann werde ich sie erpressen. Oh oh, ist einfach vom Balkon runtergefallen, aber der Lego-Astronaut lebt noch. Was machst du denn? Ich hoffe, das Raumschiff ist in Schnee gefallen oder so. Eventuell stellst du dich nicht so flach an wie ich. Das würde ich nicht unterschreiben. Ich befürchte schon, dass ich mich flach anstelle. Okay. I'm listening. Das Terramorph-Szenario-Projekt war ein Fehlschlag. Dieses Wissen stellt keine Falle. Hier geht es um Menschenleben. Nur in der größten Krise zeigen sich wahre Helden. Dies könnte dein Moment sein. You're not gonna flatter me into acting against the Freestar Collective's best interest. Willst du noch mehr Tote riskieren? Denn genau das tust du, wenn du nicht hilfst. Oh, I understand precisely what's at stake here. The balance of galactic peace. Es gab einen Angriff vor unserer Haustür und du tust was? Nichts? You're right. Because if not this, what other options do we have? Sei die Person, die Galaxie braucht, Botschafterin. I never was the sort to turn my back on people in need. Well, Captain, you make some good points. But if I'm really granting you access, I'm gonna need the following concessions. Your access will be limited. You can only take out the items related to stopping these Terramorphs. The monitors will make sure of it. You go in once, you get everything you need on your trip, and never again. And all research done with the data will be monitored. If this data is being used to save the galaxy needs to be involved in the oversight. Freestar scientists will watch your people like hawks. So, do we have an agreement? Livius, danke für dein verschenktes Sub an Küstenkind. Na, ohne Ticket geht das doch nicht hier. Na klar, man kann immer zuschauen, auch ohne Ticket. Quatschkopf. Haben wir. Excellent. Follow me. Guests can make themselves comfortable in the lobby. Na, wohin denn jetzt? Mrs. Radcliffe. Thank you for helping me with UC Security. It's good to be back at the embassy. They tell me it should only take a moment. Stimmt, ich habe kein Jahresticket, so wie Herr Tarnes. Aber mein Jahresticket gilt für Karls Erdbeerhof. VIP-Couch ist bequemer. Echt?
It's not supposed to be a long process. It is for emergencies, after all. Okay, ich warte hier. Ich darf ja nicht rein. Ist ja verboten. Weiß ich doch. Hätte wahrscheinlich auch so in die Server gekonnt irgendwie. Kommt die wieder raus? Don't make me regret this, Captain. Here you go. I hope that'll be enough to maintain your discretion. People often mistake rivals for enemies. We don't have to like each other to do the right thing. Dankeschön. I got the first code. Wo ist denn hier Keule? This building is Freestar sovereign territory. So in here. Ist in seinem Zimmer? Irgendwie nicht. Da, am Meetingraumtisch. Glad to see the UC knows talent when they see it. Bis wann streamst du heute? Bis 18 Uhr, also noch eine gute halbe Stunde. Ja. Morgen auch nochmal 15 bis 18 Uhr. Wochenende mittags rum. Muss das Kind mal aus der Wanne holen. Alles klar. Mache das. Mache, bitte. Jetzt brauchen wir noch Haus Verun, oder? Beschaffe den Archivcode von Haus Verun. Da war doch kurz, warte mal. Sozial überzeugen. Achso, hier muss ich noch ein bisschen überzeugen, die Leute bequatschen. Okay, mach. F5. Ja, und dann um 18 Uhr werde ich nochmal aufs Trampolin. Nochmal das Haus zum Beben bringen und dann noch was essen und wahrscheinlich sehr hingucken. Hm. There are worse ways to spend the day than talking. Aquilus has helped me through some tough times lately. Wer? Trampolin? Ja, ich habe ein Trampolin. Da hüpfe ich drauf rum und schwitze davon. I try and take a few trips each year now. No real destination of mine, it's the jump in the maps. Was ist das denn hier, so ein Gebetsraum? Zwischen den Grabsprüngen. So ein kleiner Tempel, ne? I'd heard of the sanctum growing up, but never thought much of it. Then one day so redet man nicht über seinen Freund. Our numbers are growing. That first jump changes you, unlocks something within you. I may not always have the perfect advice for people, but I try to just be here for them. I think that's what they really need more than anything else. Die Kirche der Badekappen. Wisdom or just a friendly ear. Den Sinn des Lebens wäre ein guter Anfang. It would, wouldn't it? Well, if you find it, be sure to come back and let me know. It would make the next sermon more memorable, if nothing else.
And in the meantime, while it isn't quite so profound, I might suggest reading some of our works. Among the Grab Jumps is a good place to start. I'm sure you can find a copy lying about. And if you do decide to read it, perhaps you'd let me know what you think. See if it speaks to you, as it has to others. That's all right. I'm sure it just escaped your memory. So many things do over time. There must be a copy around here somewhere. If you do happen to peruse it, I would enjoy hearing your thoughts on the idea. Ich werfe mal einen Blick rein. Wonderful. I really would be happy to discuss it with you sometime. Der Lackenbuch. Ich habe mich nicht getraut, es zu nehmen, aber jetzt werde ich es mir durchlesen. Versprochen. Okay, let's read the book zwischen den Grafsprüngen. Zwischen den Grafsprüngen wird Gott dich suchen. Ist Gott real? Die eigentliche Frage ist doch, ist die Realität göttlich? Die Existenz ist ein Rätsel, das darauf wartet, gelöst zu werden. Wird gut sein nicht nur am Guten gemessen? Ist das Leben nicht nur Teilhabe am Sein? Jedes geläufige Attribut führt zum Vergleich mit einer noch reineren Form seiner selbst. Und während wir im Baum der Attribute immer weiter Richtung Krone klettern, von Äpfeln zu Rot, zu Farbe, zu Wellenlängen, zu Energie, zu Raumzeit, zur Existenz, finden wir immer weniger Äste vor, die wir erkunden können. Jegliche Realität mündet letztendlich in einem einzigen Punkt. Manche nennen diesen Punkt Omega, andere Telos, wieder andere nennen ihn Gott. Seine wahre Natur lässt sich aber am besten anderweitig erklären. Denn so beeindruckend die Komplexität des Universums auch ist, sie existiert doch nur im Kontrast zu einer Einfachheit von solcher Reinheit, dass diese ursprünglich oder gar göttlich scheinen muss. Zu behaupten, dass sie existiert, ist völlig überflüssig, da es sich hier tatsächlich um die Existenz an sich handelt. Unser Dasein ergibt sich aus dem Sein unser Wesen wird durch die Vorstellung des eigenen Verstandes definiert, doch was wir als Vorstellung Verstand verstehen, übersteigt unseren Horizont derart, dass selbst diese Metaphern kaum mehr sind als nur Schaum auf den Wellen einer tosenden See. Dieses Sein, aus dem die Realität hervorgegangen ist, will am dringlichsten das, was es nach sich zieht, verstehen, dich und mich. Unsere Sinne sind beschnitten und nur in der Lage, drei Dimensionen wahrzunehmen, während wir völlig hilflos entlang der vierten Dimension in eine bestimmte Richtung geschleudert werden. Unsere größten Denker sagen uns jedoch, das Universum bestehe aus mindestens 12 Dimensionen und wer vermag zu sagen, welches Wissen im Verlauf der Zeit enthüllt werden wird. Aus unseren begrenzten Kapazitäten heraus ist das Universum nicht einfach nur unerkundet, nein, es ist in einem umfassenden Maße schlicht nicht begreifbar. Stattdessen verlassen wir uns auf Offenbarung. Wir geben uns dem Einklang mit der einen Quelle der Wahrheit hin, denn Wahrheit ist selbst dann ein weiteres Attribut des Universums, wenn sich alle Einzelaspekte in Einfältigkeit auflösen. Um erkennen zu können, was wahr ist, müssen wir wissen, was Wahrheit ist. Die Wahrheit möchte ebenfalls wissen, was wir sind. Was? Was lese ich da eigentlich? Der Beta-Patch wurde auf morgen verschoben. Stimmt, da sollte irgendwie ein Patch kommen. In letzter Minute haben sie gesagt, hier ist noch ein Bug, können wir nicht ausliefern. Grüß dich, Kaichi. Hello, hello. Habe ich gestern oder vorgestern auf GameStar, glaube ich, gelesen. Wie ein Stück Stoff, dessen Beschaffenheit von seinen Kett- und Schussfäden definiert und begrenzt wird, können sich unsere physischen Ausformungen ebenfalls lediglich dreidimensional. Entschuldigung fürs Gehen, bewegen. Wir sind jedoch im Besitz einer Kraft, die uns über die unbelebten Dinge erhebt, die lediglich ohne eigenen Willen existieren. Wir können das Gewebe der Raumzeit umlegen, Kett- und Schussfäden trennen, was auch immer Kettfäden sind, ich habe keine Ahnung,
und durch den Schleier hindurchsehen, von dem wir sonst fälschlicherweise denken könnten, dass er alles sei, was es gibt. Dabei springen wir von einem Punkt zum nächsten. Wir bewegen uns nicht einfach nur im Raum, sondern begeben uns auf eine Reise zu einer gänzlich neuen Erkenntnisebene. Diese Augenblicke zwischen den Grafsprüngen stellen kein leeres Nichts dar, sondern flüchtige Einblicke in das Mysterium, das jeglicher Realität zugrunde liegt. Sollte eigentlich heute kommen, aber wurde nochmal verschoben. Haben sie es dann zweimal verschoben oder einmal? Na, mal gucken, ob es dann morgen kommt. So spannend das Game. Es ist mega spannend. Aber wenn ich so viel lese und Luft einatme und wieder ausatme, dann kommt irgendwie der Gainer mit. Ich habe keine Ahnung. Zweimal schon verschoben. Okay, krass. Okay, okay. Diese Wahrheit zu erkennen bedeutet, unserem göttlichen Selbst näher zu kommen. Das ist der Sinn unseres Lebens. Es ist die Aufgabe des Sanctum Universum, dich durch diese Erfahrung zu geleiten, um keinen Erkenntnismoment ungenutzt verstreichen zu lassen. Besuche Aquilus und lass ihn dein Herz für jene Erkenntnis öffnen, der auch dein Verstand folgt. Geselle dich zu uns auf unsere Suche nach Gemeinschaft und hilf uns dabei, unser Wissen über das Wesen des Göttlichen weiter zu verbreiten. Ich muss es echt mitnehmen. Ich dachte, wenn ich es schließe, lässt das Buch liegen, aber anscheinend... Naja. Is there anything I can help with? Du bist ein Priester? Keeper by title. But yes, I suppose the title fits. I'm very grateful that I have the opportunity to be here for those who need us, who find meaning in our message. Kannst du mir etwas über das Sanctum Universum erzählen? Well, we're a newer organization, at least officially. Our facility here in New Atlantis has only been around a few decades. Oh. But we're gaining new members all the time. I think people have been grasping for something to express what they're experiencing, and I'm glad we can be here for them. Die Mutter schreibt schon wieder. If you have questions, I'm happy to try and answer. Ja. But you do have to actually ask first. Hallo, Küssenkind Junior? Ich glaube schon. Ich kenne deine Schrift. Oh, wonderful. Tell me. What did you think? Hello, hello. Ich fand sie äußerst ansprechend. I'm so glad to hear that. I confess I do feel something of a swell of pride every time I learn my thoughts mean something to others. Ja, genau. It's a good reminder that we're on to something here. You're always welcome here if you ever need comfort or advice or just want someone to talk to. Aktivitäten. The Sanctum will always be here for those who seek it. Was habe ich jetzt für eine Aktivität freigeschaltet?
Der Mann mit dem kleinen Bild im TV. Ja, so sieht's aus. Ob es hier irgendwo einen Tunnel gibt, also wo man rein kann. So, mal schauen. So, mal kicken, ne? Und wie geht's Küstenkind Junior? Alle chic soweit? Was macht Minecraft? Hast du die Lego-Sachen schon alle zusammengebaut? Langlaufen. Oh. Da unten steht mein Schiff. Mein Raumschiff. Das ist das Spaceport. Nein, hat er noch nicht. Hat ja jetzt das Wochenende Zeit. Sehr gut. So sehr ist es Service Entrance. Okay, wie safe? F5. Thank you. Und dann fahren wir mal da runter und gucken mal. Piep. Aha. Jetzt sind wir hier ein bisschen höher, ne? Welche Quest habe ich denn ausgewählt? Freunde wie diese. Beschaffe den Aktivierungscode von Haus Warum. Verkaufen, oder? Bonfire, hallo? Hellboy Shaker Gaming, hallo? Danke für den Raid. Was ist denn hier los? Hat der auch Starfield gespielt, oder? Grüße aus Berlin, sag ich mal. Das B und ich spiele Starfield. Hab schon über 60 Stunden gestreamt und in der Hauptquest. Nun ja, wie soll ich sagen? Da bin ich noch nicht wirklich weit. Gang geschehen. Nee, Satisfactory. Ah.
Ah. Satisfactory habe ich auch schon mal gehört, aber selber noch nicht gespielt. Ja, vielen lieben Dank. Thank you very much. Kann man hier hoch auf die Bäume? Tatsächlich. Schönen Donnerstag gewünscht und wie gesagt, danke fürs Abschmieren deiner Leute hier. Abschmieren, wie das klingt. Mit der Botschaft los. Sieht verlassen aus. Oder? Müllter Alien Trilobit. Braucht ja keiner mehr das Geld hier, oder? Ebene 2. Eine Kaffeetasse. Ist ganz schön verwildert und zugewachsen. Gucken, ob der noch lebt. Ich hoffe es ja. Versucht durch das Intercom jemanden zu erreichen. Status Geschützsteuerung. Status inaktiv. Vor Anpassung der Freund-Feind-Erkennung für autonome Waffensysteme bitte die Bedienungsanleitung aufmerksam lesen. Aktuelle FFE-Einstellung Standard. FFE eingestellt auf aktuellen Nutzer schützen. Das müsste ja ich dann sein jetzt, oder?
Ne, Eon mit 21 Schaden. Macht bestimmt mehr Schaden als meine tolle Eon. Guck mal hier, die One-Punch-Eon, die macht 33. Okay, ich habe nichts gesagt. Didn't say a thing. Hallo Heike, grüß dich. Du musst die Geschütztürme dann vielleicht noch aktivieren, wenn du geschützt werden willst. Das stimmt, aber wir reden erstmal mit dem hier und dann gucken wir mal, ob wir die überhaupt anschalten müssen oder nicht. Nicht, dass sie den anderen auch abknallen. Den, den ich retten soll. Is it true you're hunting down Terramorphs? Wow. Is there anything in the galaxy you can't rival? You could probably lasso a whole galaxy. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Achso, Geschützturm brauche ich, ne? So, der dürfte mich ja nicht angreifen. Du schützt mich ja. Gehe davon aus, dass Lady geschossen ist, wenn du angegriffen werden solltest. Hier an der Decke ist ein Turm. Was ist passiert? Hansi liebt Blasehase. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Danke für den Bett. Schießt der Turret jetzt auf mich? Auf ihn? Ja. Wie du sagst, wenn ich angegriffen werde, wenn er mich boxt, schießt das Turret für mich. Wie gut. Danke. Ich hätte ihn fast vergessen einzuschalten. Diese Geräusche. Schön, oder? Wo ist Cookie? Nein, reiß nicht diese Wunden wieder auf. 1, 2, 3.
fast nicht. Jetzt passt's. 3 Tage und 2 Stunden habe ich sie im Dezember geschaut. In Summe, krass. Ach, stimmt, es gibt ja so einen Rückblick, ne? Also so, oder eine Übersicht zum letzten Monat mit Streamern. Juhu, alle hier guten Abend. Hallo, Tanis B., schaue noch 10 Minuten zu. Sehr gut. Hallo, Henry, grüß dich. Freund-Feind-Erkennung aktualisieren. Aktuellen Nutzer schützen. Nein, die sollen ruhig kämpfen. Die sollen Einheiten aktivieren. Das ist halt so Fallout, ne? Brettspiele. Oh! Da haben sie so Fallout kopiert, ich sag euch das. Einfach kopiert. Oh. Nova Blast Disruptor. Disruptor nehme ich mit. Ist das nicht eben eingesammelt? Erhöht dauerhaft zusätzlich den Schaden durch Schleichangrifftreffer um 5%. Sehr gut. Also die Roboter sind jetzt auch auf meiner Seite. Das ist ja schon mal gut. Wie viel Munition habe ich denn für den? 114 Schuss. 105 Schaden macht das Teil. Sieht abgefahren aus. Schütze wieder an? Wieso denn bitte? Oh, Geld. Essen. Oh, Geld. Schnell, heil dich. Was ist denn hier los? Oh, es ist schon 5 vor. Ich muss fertig werden für heute. Fertsch. So. Und
Profi-Hacker. Geschützsteuerung, na super. Die haben wir jetzt schon ausgeschaltet, die Geschütze. Kein Signal, ach. Hallo Roboter. Ey! Warum? Wir waren doch Freunde. Schnell Tür zu machen. Und irgendwie haben wir das Gas abgelassen oder was auch immer hier passiert ist, ne? So, hier in diesem Meetingraum werden wir ein bisschen Pause machen. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich setze mich hier auf den Tisch. Irgendwo sind noch Feinde. Und speichere mal. Pause, why? Na, because it's close to 6 p.m. Da. Mach doch nur bis 18 Uhr. Ich habe 15 Uhr angefangen, 18 Uhr Feierabend. Oh, fertig. Ja, so sieht's aus. Fertig für heute. Das war Starfield. Oh, eigentlich müsste ich morgen Starfield weiterspielen, aber ich will eigentlich morgen auch Elite spielen. Elite Dangerous. Doch Starfield morgen. Ich will ja schon wissen, was hier mit dem Varun passiert ist. Solche Arbeitszeiten hätten wir auch gerne, ja. Also Homeoffice und dann Freitag ab 1 gefühlt, jeder macht seins. Ja. Da habe ich echt viel, viel Glück gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Gibt auch Tage, wo ich ein bisschen länger arbeiten muss, aber selten länger als 4 oder 5. Echt. Sehr selten. Einfach beide auf den Stapel. Elite und Starfield auf den Stapel? Nee. Salut. Warum gehen 10 Minuten bei dir schnell vorbei? Ich habe keine Ahnung, Henry. Ich weiß es doch auch nicht. Aber ich bin morgen wieder da. 15 bis 18 Uhr, wenn ihr mögt und könnt. Und ich überlege mal, ob ich morgen vielleicht doch Starfield weiterspiele. Elite würde ich eh nur Richtung Schwarzes Loch springen. Oder Nebel. Und hier haben wir noch ein bisschen Gruselfaktor mit dabei. Und vielleicht ist ja morgen auch der Patch da, der jetzt schon zweimal verschoben wurde. Ob wir dürfen, ist ihr... Na klar. Natürlich. Ja. Du. Was ich jetzt machen werde, ist übrigens meine neue Matratze mal auspacken und ausdünsten lassen. Und dann schauen wir mal. Als Faultier? Niemals. Anno-Raiden. Wenn er kein Fortnite spielt, könnte man das machen. Nee, Fortnite raide ich ihn nicht. Das weiß er aber. Das weiß er, weil das sind immer so negative Vibes, da will ich meine Leute nicht hin abschmieren. Sei denn, du sprichst von einem anderen Spitzerspiel. So, es war mir eine Freude, ein Fest und es ist wieder sehr schnell vergangen, die Zeit. Ich wünsche euch einen schönen, was ist heute, Donnerstagabend. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, morgen wieder oder dann am Wochenende. Die stinkern so schön am Anfang. Die Schwitzer? Naja, Vibes, du weißt schon, so Salz-Vibes. Ich muss mal kurz gucken. Was zu spielen. Muss mal kurz schauen. Ach, Forza Horizon spielt er.
Aber wir streamen noch andere. Was streamt denn der Danny? Der spielt War Tales. Was ist das denn? Sagt mir nix. Axel spielt Minecraft. Der Mites sitzt auf dem Bock. Oder? Ah, der lädt noch ab. Also, möchtet ihr Forza 5 sehen? Oder War Tales? Keine Ahnung, was das ist. Oder möchtet ihr einem LKW-Fahrer aus Süddeutschland bei der Arbeit zuschauen? Wobei, ich hoffe, der hat langsam Feierabend. Kriegen Sie von Falco auch so komische... Schöne Anspielung auf Tobi, ne? Ja. Tschüss, Dax Beider. Tschüss, Silence. Tschüss, Henry. Tschüss, Johnny. Tschüss, Heike. Tschüss, Livius. Na dann mal winke, winke an alle. Und ein Wink an Herrn Tanis B. Ich wink zurück. Schönen Abend euch allen. Das wünsche ich auch. Ich möchte niemanden zuschauen. Also einfach ausmachen und nicht raiden. Wäre auch eine Option. Ich guck mal. Ich mache jetzt Musik an und dann gehe ich mal in mich und dann werdet ihr ja sehen, was passiert. Also, vielen lieben Dank fürs dabei sein. Danke nochmal an Livius für die verschenkten Subs. Heute an Küstenkind und an Dark Spider. Vielen lieben Dank an Kaichi und an My Baby Shot Me Down für die Follows und an Bonfire für den Raid. Und an euch alle fürs Hiersein. Bin raus. Tschüssi.